Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Das Menschen hilft, sich ein sicheres und stabiles Einkommen zu sichern. Oh, Ich wollte das. Sie fragen, ob Sie vielleicht interessiert wären. Ja, kommt drauf an. Also das ist Arbeit auf dem Finanzmarkt. Wie gesagt, ich vertrete ein Finanzunternehmen. Wir kaufen Waren wie Rohstoffe, Kryptowährungen und Unternehmensaktien und so weiter. Kaufen die auf dem Finanzmarkt billiger ein und verkaufen die dann zu einem teuren Preis, also wenn der Kurs steigt. Ah, Verstehen Sie? so ein bisschen Glücksspiel. Nein, es ist kein Glücksspiel. Wir haben ein System, das schon entwickelt wurde, also von unserer technischen Abteilung. Wir haben ein Bot-System, das ist so eine künstliche Intelligenz. Ah. Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört. Ja, ich habe hier dieses Stable Diffusion auf dem Computer, was so Bilder malt. Da schreibt man so rein, was man haben will und das bastelt das zusammen. Sowas in die Richtung, mit Geld dann aber, ne? Ja, das ist auch eine künstliche Intelligenz. Ja, aber wie gesagt, das Bot-System, das handelt eher mit so kleineren Summen auf dem Finanzmarkt und kauft dann so Aktien zum Beispiel zu einem kleineren Preis und verkauft die dann, wenn der Preis steigt. Und der Unterschied zwischen Kaufen und Verkauf wäre dann eher Nettogewinn. Ja, das hört sich logisch an. Das ist ja einfaches Rechnen, ne? Ja, genau. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das so für mich jetzt als Kunde? Das funktioniert so, dass, wie gesagt, wir haben ein Bot-System, wir haben aber auch Finanzexperten, die schon auf dem Finanzmarkt seit über 7 Jahren tätig sind. Und oh. Das bedeutet, dass die alle Schwankungen des Finanzmarktes kennen, auch Insider kennen und sich da gut auskennen. Die können auch eine persönliche Strategie zu ihrer Situationszwang anpassen und zu das dann was? Zusammen mit ihnen entwickeln. Was wollen die anpassen? Ich habe es nicht bitte? Verstanden. Also sie berücksichtigen Schwankungen des Finanzmarkts, also die Finanzexperten, und die können zusammen mit ihnen, also die kontaktieren sie und sie sagen dann, welche Aktien zum Beispiel relevant sind. Und so läuft dann die ganze Arbeit auf dem Finanzmarkt ab. Aber wenn Sie zum Beispiel viel beschäftigt sind, wenig Zeit haben, um irgendwie mit jemandem in Kontakt zu bleiben, dann wäre das Bot-System passender für Sie, aha, weil es automatisch, wie gesagt, handelt, also für Sie handelt. Also ich mache dann einfach den Computer an und der Computer macht das dann alles, oder wie funktioniert das? Ja, genau. Also als erstes das ist ja klasse. Müssen Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Das funktioniert so, dass Sie 250 Euro ein. Das ist eine Investition, das ist auch eine einmalige Investition. Jetzt hat es gerade ganz doof geknackt in der Leitung. Ich habe das letzte nicht verstanden. Hallo? Also, ja, hören Sie mich jetzt? Ja, da war eben so komisch, ich habe nur so Knarren gehört, wie so Außerirdische. Okay, nee, ich hab das letzte jetzt nicht verstanden. Ja, jetzt ist wieder okay. Okay, alles gut. Also die Mindestinvestition, um Ihr Handelskonto zu aktivieren, beträgt 250 Euro, das ist eine einmalige Investition. Aha. Das zahlen Sie auf Ihr Handelskonto ein, auf das Sie Kontrolle haben. Also Sie kontrollieren das Ganze, Ihr Handelskonto, sehen dann in Ihrem Handelskonto den Mindestbetrag und dann zusammen mit Ihrem Gewinn. Sie können den Mindestbetrag jederzeit auszahlen. Ja. Das ist nur dafür da, um das ganze System zum Laufen zu bringen, weil der Bot kann ja nicht irgendwie von Null anfangen, um irgendwie Aktien einzukaufen. Verstehen Sie? Ja klar, mit genau. Nichts kann man nichts kaufen, außer man geht klauen. Ja. Aber das kann der nicht, oder? Also wie gesagt, nein, das kann er nicht. Schade. 250 Euro, das
Das ist der Mindestbetrag und ja, wie gesagt, Sie können das jederzeit auszahlen, Sie können das ja auch testen, wie das Ganze läuft. Das funktioniert so, dass Sie das einzahlen, Sie sehen das dann in Ihrem Handelskonto. Ja. Davon können Sie dann die Auszahlung tätigen und oder irgendwie das dann liegen auf Ihrem Handelskonto liegen lassen und dann nach einer Woche gucken, nach 2 Tagen gucken, wie das Ganze läuft. Aha, das hört sich ja eigentlich ganz, ganz gut an. Was kann ich da denn so im Jahr erwarten, so was da Profit kommt? Also in einem Monat, also in einer Woche kommt so um die 100% von Ihrer Mindestinvestition. Was? Also von der. In der Woche? Ja. Boah. Das bedeutet, Sie bekommen dann so um die 250, so 300, würde ich schätzen, mit dem Bot-System. Aha. Mit dem Finanzexperten wären das dann ein bisschen mehr, weil der Finanzexperte auch mit einer größeren Summe arbeitet und dann auch größere Gewinne erzielt. Aber mit dem Bot-System ist das dann eher eine kleinere Summe. In einem Monat kann man dann so auf die 900.000 Euro kommen von den 250 Boah. Euro, die Sie einmal eingezahlt haben. Also das ist halt schon eine gute Möglichkeit. Also ich habe das richtig verstanden. Also dieser Bot, der macht den Computer an und der läuft die ganze Zeit. Und der Finanztyp, der arbeitet ja nur den Tag über. Dann kann man doch beides machen, oder? So Bot, der ganze Tag läuft und einer, der das dann so Profi macht, oder nicht? Nee, also eigentlich das Bot-System, das läuft ja auch den ganzen Tag. Aha. Aber dafür müssen Sie nicht irgendwo reingehen, irgendwas schauen, irgendwas gucken, mit jemandem in Kontakt zu bleiben. Aha. Sie können zum Beispiel am Abend einmal reinschauen, was der Bot so gemacht hat für Gewinne. Aha. Sie können auch, keine Ahnung, weiß nicht, einmal in der Woche in Ihr Handelskonto gehen, um das irgendwie so zu überprüfen, was genau der macht. Mit dem Finanzexperten aber bleiben Sie immer in Kontakt. Der kann Ihnen so jeden Tag mit ihnen telefonieren oder jeden Tag ihnen irgendwas sie fragen, was genau, welche Aktie jetzt, wie viel Geld sie jetzt ausgeben wollen für diese Aktie oder jetzt für diese Kryptowährung und so weiter. Was lohnt sich denn im Moment ganz halt dolle? Mit ihnen in Kontakt bleiben. Was lohnt sich von den Bot-Systemen oder Finanzexperten oder was meinen Sie? Nee, so wo investiert man so aktuell? Was ist so mit Krieg und Wirtschaft und so? Wo ist am besten im Moment? Also eigentlich, also wie Gold und Silber, die bleiben immer sozusagen auf so einer Linie, weil Gold und Silber gibt's halt schon sehr lange, länger als so Bitcoins und so weiter. Wirklich? Deswegen. Aber es gibt auch Aktien, die relevant sind. Oh, meine. Von wo rufst du eigentlich an? Das ist so schlechte Verbindung. Ich kann wieder gar nichts verstehen. Rufst du aus Indien an? Hallo? Was ist denn da los? Hey, rufst du aus Indien an? Ich kann überhaupt nichts hören. Okay, haben Sie auf dieser Nummer... Hallo? Hallo, hören Sie mich? Die Nachricht. Hallo? Sag nochmal was. Hallo, hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Von wo rufst du an? Das ist schlechte Leitung. Hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre. Wo ist Telefon? Ich bin momentan in Österreich. In was? Ja. Ich verstehe es nicht. Ich bin momentan in Wien. In Wien? In Wien. Haben die so schlechte genau. Telefone in so einer Weltstadt? Ja, ist doch wahr. Kann ich an der Verbindung liegen. Ja, das meine ich doch. Wäre es okay, wenn ich Ihnen per WhatsApp die ganze Info schicken würde nochmal, damit Sie sich das jetzt in Ruhe durchlesen können? Na, ich rede lieber mit einem Menschen. Ist, dann können Sie... Wie bitte? Ich sagte, ich rede lieber mit einem Menschen. Ach so, nee, ist okay, aber ich schicke Ihnen einfach nur die Internetseite. Ja, wie ist denn die Internetseite? Weil ich habe kein WhatsApp, sowas benutze ich nicht, das ist für Kinder. Ach so, Sie haben kein WhatsApp, okay. Nein, was soll ich damit? Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ja, wie heißt denn die Internetseite? Da kann ich da drauf gucken. Oder können wir das gleich fertig machen? Weil wenn das ist 100% in einem Monat, scheiße, da kann man ja keine Zeit verlieren. Geht auch mehr als 250?
mehr als 250, Sie können auch mehr einzahlen, dann haben Sie auch einen höheren Gewinn. Also ja, darum frage ich ja, das ist ja besser für mich, wenn ich dann sage, hier zapp, zapp, zarab und dann geht's weiter. Ja, das stimmt. Mach mal 1000, lass mal 1000 machen. Okay, Sie möchten. Ja klar, ich habe heute Bock. Ich habe Bock zu zocken. Ich habe gestern Gehaltserhöhung gekriegt. Ach so. Ja, ist gut. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Na klar. Könnten Sie mir die dann diktieren, damit ich auf Ihre E-Mail-Adresse dann die Internetseite schicken kann? Sag mir doch einfach die Adresse. Wie umständlich ist das denn? Also, die Adresse ist Expo-Plattform. Ist was? Plattform mit einem. Ja, jetzt ist die Verbindung wieder völlig im Eimer. Nochmal langsam und deutlich, bitte. So, da kommt nur Rauschen an bei mir, der Waschka. Das funktioniert so nicht. Hallo? Hallo? Also langsam glaube ich, das ist also nicht seriös hier. Hallo? Da ist sie wieder, hallo? So denken Sie nicht. Ja. Jetzt kann ich wieder hören. Wie ist Adresse? Verdammt, du, ich höre dich wieder nicht. Was soll das? Wäre es nicht besser, wenn ich einfach... Martina, bist du das? Willst du mich verarschen? Dann auch mal telefonieren. Also du kannst ja vielleicht gleich nochmal anrufen, du bist überhaupt nicht zu verstehen. Ne? Probier gleich nochmal. Mach mal vorher die Downloads aus, dann klappt das. Scheiße, Mann, hoffentlich ruft die wieder an. Da hast du mal was dran, was vernünftig Deutsch kann, aber das ist ja so nicht zu führen, das Gespräch. An der Verbindung gearbeitet. Da ist die wieder. Hallo. Was war das Problem? Die ganzen Downloads im Hintergrund oder was? Könnte sein. Ich habe nochmal alles neu gestartet, ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Hat mich schon geärgert. Also, ich diktiere Ihnen jetzt die Internetseite. Ja, also ich setze mich gerade wieder an den Computer. Ich bin schon wieder weggegangen. Wir haben eine Internetseite und eine Trading-Seite. Ich kann Ihnen direkt die Trading-Seite diktieren. Ja, klar, warum nicht? Da gucken wir mal. Okay, also trade. Aha. Punkt. Ja. EX. P-R-O. Aha. Punkt. W-O-R-L-D. Was ist das denn für eine komische Internetadresse? Trade Expo. Und dahinter Punkt Word, wie Microsoft Word oder was? Nee, das ist... Das ist so, weil wir haben, also unser Hauptbüro befindet sich in Großbritannien, also in London. Wir haben aber auch ein Büro in Düsseldorf und eins in Wien. Deswegen halt so Welt. Verstehen Sie? Nicht wirklich, aber ist ja egal. Okay. Sind Sie drin? Ich habe das aufgemacht, ja. Okay, was sehen Sie? Ne, hier so ein Börsenchart, der geht hoch, runter, aber wovon ist das? Ist das Bitcoin oder was? Genau. Das ist, also die, das sind die Werte, also die Waren sozusagen. Die was? Die Waren, was sie, also sagt der Kurs. Ja, aber wovon ist das der Kurs? Bitcoin? Sie können das ja ändern, also da oben. Wo wenn oben? Sie sehen, einen Moment, ich mach das selbst auf. Einen Moment. Was genau, also welche Zahl, was jetzt bedeutet und so weiter, das erklärt Ihnen der Finanzexperte, dafür bin ich jetzt nicht zuständig. Aha. Also kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, was jetzt was bedeutet.
Aber Sie können mit den Finanzexperten sprechen und dann der erklärt Ihnen eh genau, was jetzt alles bedeutet. Also oben, rechts oben sehen Sie anmelden. Aha. Und Sie melden sich da ein, also an. Sie geben Ihre E-Mail-Adresse ein und Ihr Passwort. Bei mir in meinem Datensystem steht jetzt, dass Ihre E-Mail-Adresse Auffanglager ist. Auffanglager 2023. Mail.com. Ist Aha. das Ihre E-Mail-Adresse? Ja, klar, das ist so meine E-Mail-Adresse für Werbung und alles. Ach so, okay. Soll ich das jetzt, soll ich da hingehen und das aufmachen? Nee. Sie geben Nicht. Die E-Mail-Adresse da ein. Wo denn? Und also bei Anmelden, Sie drücken rechts oben. Ist so ein grünes Kästchen, da steht Anmelden. Ah. Sehen Sie das? Ja, okay. Oh, ist das alles so klein, ey. Ich brauche eine Brille, glaube ich. Und wie ist das Wetter in Österreich? Ganz okay. Ja, ist gut. Ja. Ist da Party bei euch oder was? Party? Ich höre so dich bei Hintergrund. Ja, ich habe mein Radio an. Meine Güte. Also wenn ich mich versuche, mich da zu registrieren, sagt der Benutzer existiert bereits. Sie drücken auf Anmelden. Sie drücken auf Anmelden. Ach so. Sie geben Ihre E-Mail-Adresse ein und das Passwort lautet, einen Moment, ich hab das gleich. Das Passwort ist ein großes A, Aha. ein kleines A Aha. und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist aber kein sicheres Passwort. Das ist ein, das wurde automatisch generiert und Sie werden das dann in den Einstellungen ändern. Also Sie müssen dafür zuerst reingehen und dann ändern Sie dieses Passwort. Ah. So, ich habe das jetzt, also ich habe mich jetzt wohl angemeldet. Ich muss nur mal gucken, das ist alles auf scheiß Englisch, das will ich ja gar nicht haben. Also Sie können oben die Sprache ändern. Ah, da habe ich es gefunden. Ja. Das ist ja geil, dass es das auch auf Deutsch gibt. So, und damit verdiene ich jetzt Kohle, oder was? Also, zuerst ändern Sie Ihr Passwort. Sie geben das alte Passwort, also was ich gerade diktiert habe, dieses große A, Aha. kleine A und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das geben Sie als altes Passwort ein und das neue bei Plattformeinstellungen. Also wenn Sie jetzt drin sind, können Sie dann auf Ihr, da ist so ein Menschenkörper, so würde Was? Ich das nennen. Bei euch liegen Menschenkörper rum? Das ist ja wie beim Drachenlord. Nein, in der ganzen Plattform, da sollte oben so ein Kästchen sein, um auf Ihr sozusagen Konto zu gehen. Und dann sehen Sie ganz unten Plattformeinstellungen. Ganz unten steht bei mir Abmelden. Soll ich da drauf drücken? Steht bei Ihnen was, wie bitte? Abmelden. Abmeldung. Nein, nicht abmelden. Einen Moment, das ist ja ich lustig. Versuch das jetzt auf meinen Computer. Na, ich kann das auch nachher machen, ist jetzt ja nicht so wichtig. Einen Moment. Die Musik ist ein bisschen arg laut, es gibt Probleme mit Copyright. Kannst du das ein bisschen leiser machen? Ich habe aber Angst, dass Sie mich dann nicht hören. Wie soll ich was nicht hören, wenn etwas, was stört, leiser wird? Dann höre ich doch besser. Okay. Sie gehen, da steht neben Ihrem Namen. Ich habe es nicht verstanden. Mach doch mal bitte die Musik leiser. Was ist denn das? Ist das Disco oder ist das Firma? Die Musik ist nicht laut. Wir können ja mal die Ohren tauschen. Laut ist was ich höre. Du hast bestimmt auch ein Headset auf da drüben, ne? Dann hörst du ja nur, was ich sage, aber das ganze Musik, das geht bei Mikrofon drinnen und kommt bei mir dann in den Ohren raus. Okay, hören Sie mich jetzt besser? Viel besser. Danke. Alles gut. Ganz oben rechts
Neben ihrem Namen drücken sie auf so ein, wie nenne ich das, so ein Kreis mit so einem Menschenkörper sozusagen. Und da steht dann mein Konto. Da drücken sie drauf. Und dann erscheint da so ein großes Kästchen mit persönlichen Daten. Und darunter, ungefähr in der Mitte, ist dann Passwort ändern. Danke. Da kümmere ich mich drum. Und wie komme ich jetzt an die Kohle dran? Um das Ganze zu starten, wie ich schon bereits erklärt habe, müssen Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Um das Handelskonto zu aktivieren, müssten Sie auf Ihr Handelskonto 250 Euro, das ist der Mindestbetrag, den zahlen Sie da ein, um das Ganze zu machen. Nee, ich habe doch gesagt, also, wir nehmen 1.000. Wenn das da so fette Profite gibt, dann will ich Geld verdienen. Ich will zocken heute. Alles gut. Dabei. Sie drücken auf Einzahlung. Das ist auf der ersten sozusagen Seite, wo Sie dann angelangt sind. Da sehen Sie diese dieses Kurssystem sozusagen, dieses Schwanken und so weiter. Ja. Und oben sind so zwei Kästchen in so hellblauer Farbe, Einzahlung und Auszahlung. Und Sie gehen auf Einzahlung und haben dann per Banküberweisung die Daten, wo Sie das alles einzahlen. Warum ist das in Belgien? Ich dachte, ihr sitzt in Wien und auch in Deutschland. Ja, die Bank ist, das erkläre ich gleich, die Bank ist in Belgien, weil da Polizei. Die Zinsen kleiner sind. Da ist die Polizei, warum sage ich Polizei? Da ist die Zinsen kleiner. Genau. Aber ist doch schlecht, finde ich, wenn die Zinsen kleiner sind. Ich will doch Geld. Nein. Das hat auf Sie hat das keine Auswirkung. Ach so. Ich dachte ja gerade schon, das wäre. Dann hätte ich ein deutsches Konto genommen. Also da bei Banküberweisung haben Sie die Daten. Und ja. Ja. Die können Sie sich kopieren. Da unten steht maximal 950 Euro. Ich wollte doch 1.000 nehmen. Geht das nicht? Sie können das ja in zwei Schritte machen. Also zuerst zahlen Sie dieses Geld und danach zahlen Sie das nochmal 50 Euro. Ich mache einfach 2 × 500. Was ist das so kompliziert? Gibt es da Transaktionsbeschränkungen in Belgien machen. Oder was? Ja, es gibt so Beschränkungen auf unserer Firma, aber wie gesagt, das ist einmal, dass Sie da 950, aber Sie können das zweimal machen mit 500. Kann ich einfach mit PayPal schicken? Das ist voll umständlich. Können Sie machen, ja. Ja, krieg ich mal. Gib mal Adresse, bitte. Sie haben ja... PayPal ist immer eine E-Mail-Adresse. Ja. Ja. Ansonsten, ich habe auch noch Steam-Karten hier und iTunes-Giftkarte rumliegen. Okay, und haben Sie Sparkasse oder sowas in der Art, damit Sie das per Geldüberweisung machen? Ja klar, aber es ist keine Lust hier ewig zu tippen, zwei Überweisungen zu machen. Bei PayPal sind das 5 Klicks, da hätte ich das schnell fertig gemacht. Puste nicht so ins Mikrofon, ich bin doch kein Otter. Ich mach das Mikro. Du machst gerne Geräusche. Nicht. Bist du DJ oder so? Du machst immer so. Itch, itch, itch. Nein. Beatbox. Kannst du Beatbox? Leider nicht. Warum nicht? Ich bring dir das bei. Du bringst mir Handeln bei, ich bring dir Beatbox bei. Okay. Ich würde Ihnen raten, das aber per Banküberweisung zu machen. Aha. Sie zahlen zuerst die 500, schauen dann, gucken dann, wie das Ganze läuft und Sie können ja danach nach einer Woche noch mehr einzahlen. Nein, wenn sich das in einem Monat verdoppelt, dann wäre ich ja dumm, wenn ich eine Woche warte. Naja, Sie können das nach einem Tag wieder nochmal einzahlen. Ich würde Ihnen aber raten, eben davor noch mit dem Finanzexperten zu reden. Ach so, ja, dann gib mir den mal her, dann mache ich das gleich fertig mit dem. Den kann ich auch jetzt holen, aber... kann ich auch danach holen. Wenn Sie das eingezahlt haben auf Ihr Handelskonto, dann wird er selbst
dann wird er sie selbst kontaktieren, verstehen Sie? Ja, ich habe aber heute Spätschicht, von daher wäre ganz klasse, wenn wir das jetzt machen können. Ich muss in einer Stunde bei Arbeit und bin dann erstmal auf Montage. Ich möchte das schon gern fertig machen. Okay. Gib mal her den Typ, wie heißt der? Bitte. Ich vergesse immer bitte zu sagen, das ist nicht böse gemeint, das ist so meine Art. Wir haben mehrere Finanzexperten. Alles gut. Wusstest du eigentlich, dass auf der griechischen 1-Euro-Münze eine Eule drauf ist? Darum heißt das Eulo und nicht Eulo, Euro. Oh, wusste ich nicht. Interessant. Hast du wieder was gelernt heute? Ist doch klasse. Einen Moment, ich hole gleich den Finanzexperten. Das ist klasse, danke schön. Ein Moment, der kommt gleich. Das ist super, klasse, danke schön. Wie lange brauche ich mit dem Kollegen? Nicht lange. Das ist gut. Und sonst so, wie lange musst du heute arbeiten, Devoska? Also ich arbeite bis 6, von 9 bis 6. Das ist gute Zeit, oder? Ja. Ist das österreichischer Akzent, was du redest, oder wie geht der? Ja. Ja? Ich bin da noch nie gewesen, ich weiß es nicht. Also ich gebe ihn jetzt den Finanzexperten. Ja, mach mal. Hallo? Hallo? Hey, Devoska, bist du noch da? Ich wusste doch, dass die mich verarschen, Alter. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag. Hi. Hallo, Martin Wagner ist mein Name. Sie wurden zu mir weitergeleitet. Können Sie mir sagen, was Sie für eine Frage haben? Ich will Geld verdienen. Da hat die Kollegin gesagt, muss ich mit Finanzexperte weiterreden, weil will ich Investment machen. Ja, aha. Ja, wunderbar. Also hat Ihnen die Kollegin bereits erklärt, wie unsere Plattform funktioniert? Boah, sie hat es probiert, aber ich habe es nicht verstanden. Aber das ist meine Schuld, nicht, dass die jetzt Ärger kriegt, ne? Nein, sie kriegt keine Ärger. Das ist gut. Alles gut, sie kriegt keine Ärger. Ich habe ja gerade überlegt, sagst du einfach ja, aber dann funktioniert es am Ende nicht. Da ist sie auch nicht geholfen, ne? Ja, also. Aber ist gutes System, was ihr da habt. 100% bei einem Monat, sagt sie, das ist klasse. Ja, 100%, 100% ist sehr gut, ja. Also, sie machen garantiert Gewinn, ja. Die Höhe hängt von ihrer Investition ab, natürlich. Na klar. Also, aber ansonsten, ja. Können wir Ihnen das gerne zeigen. Wir handeln mit verschiedenen Produkten, mit Kryptowährungen, mit Edelmetallen, mit Aktienanleihen. Hier kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an. Ich meine, Kryptowährungen, die sind, es gibt solche, die sind sehr günstig zu kaufen, andere, die sind etwas teurer. Zum Beispiel Bitcoin ist im Moment sehr teurer, der kostet etwa $30,000. War der nicht schon mal bei 60 irgendwie? Ja, der war schon mal bei 60, der war in diesem Jahr auch mal kurz bei 50. Letzte Woche war er noch 25 und jetzt schon wieder 30. Ah, das ist ja gut. Das heißt, es wird jetzt wieder besser, oder was? Ja, wird sich auf längere Sicht auf jeden Fall wieder erholen, deutlich. Das ist auf jeden Fall ein gutes Investment. Was wir natürlich machen, ist, wir können Geld verdienen, wenn die Kurse steigen und wenn die Kurse fallen. Das heißt, wenn Sie im Vornherein wissen, das nennt sich CFD-Handel, wir setzen entweder auf fallende oder steigende Kurse. Das ist One-Day-Trading. Das heißt, ich kaufe da gar nichts, sondern das ist so Sportwetten, wie bei Hühnerkampf. Nicht Sportwetten, keine Sportwetten, das ist Handel, das ist CFD-Handel, ja. Aha. Aber unsere
Risikoabteilung oder und unser Bot-System. Die berechnen die Kurse, das heißt, die berechnen, ob sich der Kurs, ob der Kurs sinkt oder ob der Kurs steigt. Ah, und das ist ja wie Geld. Berechnungen, das ist ja geil. Ich freue mich so, dass die Frau angerufen hat. Ja, wunderbar. Also, das ist kein Gelddrucken, das ist ganz logisch. Also, wir verdienen dann, also, wenn zum Beispiel das kostet, eine Position kostet 100 Euro, wir setzen auf steigende Kurse, die Position schließen wir bei 120 und der Unterschied dazwischen ist dann ihr Gewinn. Das sind schon 20%. Das ist ja klasse. Mit Forex kann man im Moment ganz gut verdienen, mit Kryptowährungen auch. Was ist denn ein Forex? Was ist das? Forex, das sind Währungspaare. Das was? Das heißt Währungspaare, zum Beispiel US-Dollar und Euro. Und wie macht man da Geld mit? Mit dem Wechselkurs. Also der Wechselkurs verändert sich ständig und da können wir auch darauf setzen, dass sich der Wechselkurs erhöht, also dass der höher wird oder niedriger. Das ist ja klasse. Da können wir richtig Kohle machen, ha? Auf jeden Fall. Haben Sie schon Erfahrungen gemacht im Finanzmarkt? Nee, überhaupt nicht, Alter. Ich bin Straßenbauer. Ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas. Ja, das ist cool. Also dann wissen Sie mehr, wie man Straßen baut und wir wissen ein bisschen mehr, wie der Finanzmarkt funktioniert. Ja klar, wir machen einen Deal, du hilfst mir Geld zu verdienen, ich mache euch einen neuen Parkplatz. Ja, das ist doch gut. Das ist ein guter Deal. Ja, dann lass uns mal anfangen. Weil ich muss nachher zu Spetschi, also was heißt Spetschi, zur Montage, da bin ich 2 Wochen nicht zu Hause. Ja. Okay, wunderbar. Dann hören wir uns auf jeden Fall nochmal. Ich gebe es jetzt zurück zu der Frau Bühl. Die erklärt Ihnen alles Weitere und dann Ich dachte, wir beide machen das jetzt so fertig, so Bro-Style, no homo. Ah, wenn Sie möchten, können wir das auch machen. Ja, wir arbeiten dann doch später zusammen, oder habe ich das falsch verstanden? Genau. Ja, wir arbeiten später zusammen. Also ich habe schon die Devoshka gefragt, wie ist das? Gibt es so Roboter und Trader? Kann man beides machen? Ja, das können Sie, also Sie können mit dem Finanzexperten und mit dem Roboter arbeiten. Ja, weil weißt du, der Finanzexperte muss ja schlafen, aber Roboter nicht, der kann ganze Nacht machen. Oder wie macht ihr genau, das? Genau, ja, also die Börse, die arbeitet ja auch nicht die ganze Nacht. Ach so, deshalb, ich dachte, das geht immer. Also, oder kann man nur so bestimmte Zeiten einkaufen? Also, wenn Sie Aktien und Forex, die werden auf der normalen Börse gehandelt, die haben gewisse Öffnungszeiten, ja? Ach so. Die arbeiten von Montag bis Freitag und Kryptowährungen, die werden 24 Stunden am Tag gehandelt. Das ist gut, dafür kann man dann ja den Roboter nehmen, damit genau. Handelsexperte schlafen kann. Genau. Das ist gut. Klasse, ja dann dabei. Gib mir PayPal-Adresse. Okay. Wir werden Ihnen die Adresse per WhatsApp schicken. Ist das in Ordnung? Ich habe kein WhatsApp. Benutze ich nicht. Das ist Kindergarten. Ah, kein WhatsApp. Aha. Per E-Mail? Ja, ist in Ordnung. Oder einfach sagen. Ist noch schneller. Die Leute wollen immer alles schreiben. Man kann doch mit Menschen auch reden. Ja... Weißt du, ich wollte ja Banküberweisung machen, aber da steht maximal 950 Euro. Ich habe zu der Frau gesagt, mindestens 1000 will ich machen. Ja, oder das ist möglich. Gibt gute Deal, gibt gute, bessere Deal für mich, wenn ich noch mehr Kohle nehme? Ja, auf jeden Fall. Ja, also, erzähl. Was hast du für ein Angebot für mich? Schauen Sie, wenn Sie, je mehr Sie, die Prozente bleiben immer gleich. Ah. Der Realgewinn, ist natürlich höher, wenn Sie mehr investieren. Das heißt, wir können dann mit höherem Volumen handeln. Zum Beispiel, wenn Sie 1000 Euro investieren, dann können wir bereits mit einem höheren Volumen beginnen. Wenn wir die Hebelwirkung nehmen, dann haben wir ein Volumen von 0,2, 0,3. Wenn Sie nur 250 Euro investieren wollen, dann würden wir anfangen bei 0,01. Der Gewinn würde auch entstehen. Das ist einfach der Realgewinn, also das Geld, was Sie erhalten, ist weniger.
insgesamt. Der Prozentsatz vom Gewinn ist gleich. Na gut, dann nehmen wir 1000. Was soll's? Ein bisschen zocken heute. Das können Sie auf jeden Fall auf die Banküberweisung, auf die Bank überweisen, das ist gar kein Problem. Das geht aber nicht. Ich bin bei Banktransfer bei eurer Seite drinnen. Da steht Limit 950 Euro. Ich will aber 1000 machen. Mindestens. Ach, scheiß drauf. Lass uns 1,5 machen. Ich will Geld verdienen. Okay, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Das ist ein guter Tag heute. Ist bei euch Disco-Party? Hören Sie die Musik? Ja, sonst würde ich nicht fragen. Ja, wir haben Musik im Büro, das ist richtig. Wenn ich das bei der Arbeit mache, mein Kapo würde mich schlagen, verdammt. Okay, also, ich schicke Ihnen, Sie möchten eine Banküberweisung machen? Ja, klar. Gut, ich kläre das kurz ab. Dann, wie kann ich Sie am besten erreichen? Ich warte kurz. Okay, einen Moment bitte. Dankeschön. Hallo? Hi. Ja, hier ist wieder Anna Bühl. Also, der Finanzexperte hat mit Ihnen schon gesprochen. Ja. Sie können per Banküberweisung die Einzahlung tätigen. Aha. Und werden danach zu unserem Finanzexperten, also zu dem, zum Martin Wagner, mit dem Sie gesprochen haben, weitergeleitet. Ja, aber der wollte mir das per E-Mail schicken, hat er gesagt gerade. Jetzt war er 5 Minuten weg. Was ist denn jetzt? Was meinen Sie? Per E-Mail die Bankdaten schicken? Ja, der wollte mir per E-Mail was schicken. Sagt, er muss er erst nochmal fragen und das klären. Jetzt ist plötzlich wieder ganz anders. Also, alles gut. Ich kann Ihnen auch per E-Mail das jetzt schicken. Aber die Bankdaten finden Sie auch in Ihrem Handelskonto? Ja, aber da geht es ja nur bis 950 Euro. Ich habe jetzt zu ihm schon gesagt, ich will 1500 machen, weil der mir gutes Angebot gemacht hat. Sie können 1500 machen. Sie können das machen. Die Banküberweisung, die Daten... Aha. Zu der Banküberweisung finden Sie in Ihrem Handelskonto unter Einzahlung. Das ist, wie ich schon bereits erwähnt habe, so ein hellblaues Kästchen oben. Ja, ich habe das gefunden. Warum steht da, ist da? Warte mal kurz, da steht Alistair Kravlei. Das ist aber nicht mein Name. Was ist da passiert? Bei uns stehen Sie im System. Ich kann auch den Namen ändern. Was ist Ihr Name denn? Alistair Kravlei. Ich bin Dimitri. Was ist das für ein komischer Name? Dimitri, mit Nachnamen? Bagatov. Einen Moment, ich notiere mir das gleich. Könnten Sie das nochmal diktieren? Ja, B-A-G-A-T-O-V. Blöd. Warum stehen da so komische Sachen? W-A, nochmal? Bagatov, wie Molotov, nur Bagatov. Vagatov. Dimitri meinten Sie, ja? Dimitri, ja. Mit I geschrieben. Dimitri. Ich kann das hier okay, aber nicht gut. Ändern. Okay, alles gut. Wir ändern das. Das ist gut. Das ist kein Problem jetzt. Ja, das ist echt klasse. Aber das muss ja auch richtig sein, ne? Nicht, dass ich die Kohle nicht kriege. Alles gut. Also, wir ändern das. Ich habe mir das notiert. Das ist klasse. Genau, wie gesagt, Sie finden unter Einzahlung die Bankdaten. Ich habe das schon gefunden. Mir ist nur wichtig, dass das alles richtig ist, weil sonst kriege ich ja die Kohle nicht, ne? Alles gut. Das mit dem Namen, das ist jetzt kein großes Problem. Ich sage das der technischen Abteilung, die ändern das. Aber die Bankdaten, die sind richtig. Ja. Das ist klasse. Ich meine, wir wissen ja beide, dass die Kohle weg ist, wenn ich die überwiesen habe. Aber wir müssen ja den Anschein wahren. Das soll ja Spaß machen. Das verstehe ich. Okay, alles gut. Ja, klar. Wann werden Sie denn bescheid, dass die Banküberweisung zu tätigen? Oh, angesichts dessen, dass ihr miese, dreckige Betrüger seid, überhaupt nicht. Du bist gerade live auf YouTube. Ich habe euch jetzt eine Stunde lang verarscht.
Und dann habt ihr in der Zeit keinen armen Leuten das Geld wegnehmen können. Möchtest du jemanden grüßen? Das sind 17.000 Leute, hören zu. Was? Da, 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 wieder ein Betrüger, weniger. Okay, die Leute, die Leute mögen, weil ihr 100% Profit in der Woche versprecht. Die Leute mögen deine Stimme. Kannst du einmal das Lied von Pokémon für Natascha singen? Die fragt danach. Kann Ihnen versichern, dass wir keine Betrüger sind, kannst weil wir einmal, auch nicht sind. Ja, erzähl mir doch den Text, kenne ich doch. Gib mal deine Internetadresse bei Google ein, da warnen alle Leute vor. Kannst du Rudi aus Buddeln grüßen? Der fragt nach einem Gruß. Wärst du so nett? Es tut mir leid, dass Sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Habe ich nicht. Ich verarsche hauptberuflich Telefonbetrüger. Das ist eine sehr gute Erfahrung sogar. Kannst du bitte Rudi aus Buddeln grüßen? Sei bitte so nett zum Ende. Sehr schade, dass Sie Ihre Zeit dafür verschwenden. Und ich habe eure Zeit verschwendet. Und ihr konntet jetzt keinen Leuten das Geld wegnehmen. Du bist eine kluge junge Frau. Wir nehmen kein Geld weg. Nee, die Leute überweisen es euch und dann ist es weg. Stimmt, das muss ich korrigieren. Da, 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 da. Alles gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hätte ich gewusst, dass du anrufst, hätte ich Kuchen gemacht. Ich wusste ja, dass du anrufst, war ja angekündigt. Aber heute keine Leute mehr verarschen, ja? Ist nicht nett. Also, wie gesagt, tut mir leid, dass Sie das irgendwie so sehen, aber wir verarschen hier niemanden. Ja, 100% und wenn Sie diese Chance dann irgendwie verpassen, dann... Natürlich. Ihr Problem. Ne, euer Problem. Okay. Jetzt in der Zeit kann ihm das Geld wegnehmen können. Sucht die richtige Arbeit, verdammt. Fast eine Stunde, Freunde. Dafür dürft ihr mir was in die Kommentare schreiben. Und ich gönne mir jetzt eine schöne Erfrischung. Guck mal bei meinem Partner Holy rein. Geiler Eistee, geiler Energy. Ohne Zucker, Aspartam, Taurin. Ohne Dosen schleppen und ohne Tetrapacks heimtragen. Nach so einem langen Anruf gönne ich mir das jetzt. Mit Heidelbeere, Kokosnuss. Bis zum nächsten Mal.